Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. So, dann gucken wir mal hier noch, ob im Müll was liegt. Jupp, da liegt noch was. Aber ansonsten glaube ich nichts weiter. Dann können wir uns jetzt weiter auf den Weg machen Richtung Science Lab, in Richtung Forschungstrakt. Können wir auf die Karte gucken, auf den Wegweiser. Ja, Personalparkplatz, Besucherparkplatz, Studentenparkplatz. Gibt es für jeden Scheiß hier einen Parkplatz? Administrationsgebäude, also Verwaltung. Ja, da Science Center, da wollen wir hin. Footballfield und das Lecture Building. Uns interessiert nur das eine. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Achso, ab aufs Pferd, damit wir drüber springen können. So. Den Rest machen wir zu Fuß. Da ist das Gebäude, da wollen wir rein. Vorher kann man sich aber ein bisschen vorne umgucken. Gehen wir rein. Noch ein paar Sachen sammeln. Wie hier die Flüssigkeit. So. Molotow, Hibi. Und was noch? Warst du in so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kam's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. So, haben wir hier nochmal Teile. Die sind echt gut versteckt, die Teile. Und da müsste eigentlich auch noch ein Firefly-Anhänger irgendwo sein. Ja. Da. Und noch mehr Teile. Und noch mehr Teile. So. Und ansonsten, wo ist das Pferd? Wo ist Ellie? Wo ist Ellie? Ellie steht bestimmt. Ellie steht da. Ellie wartet meistens da. Brav, wie sie ist. Hier bist du jetzt auch aufs Pferd drauf. Haben wir uns hier draußen genug umgesehen. Soweit ich weiß auch nichts weiter hier draußen. Können wir einfach mal hier drüber springen. Schwupp. Wir müssen links gleich wieder absteigen. Wir müssen mich jetzt. Hey, wie wär's da drüben? Das. Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, da müssen wir rein, aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Wir müssen unten dieses Tor erstmal aufkriegen. Dafür bietet sich dieser Container an, über den wir dann auch gleich in das Gebäude einsteigen können. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Richtig. So. Gut, haben wir das. Ansonsten hier gibt es jetzt erstmal nichts Interessantes für uns.
Alles verschlossen. Also machen wir uns jetzt rein in das Gebäude, in unser Ziel quasi. Guck mal, mit Solaranlagen, sehr modern. Wobei die Ausrichtung, weiß ich nicht, ob das so optimal ist. Es verdunkelt sich außerdem, also entweder wird es Nacht oder ein Gewitter zieht auf. Wo soll es uns nicht interessieren, wir sind ja quasi in Sicherheit. Okay, so. Wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Ja, sehen wir uns um. Und das sehr gründlich, denn es gibt hier einiges zu sehen und zu erforschen. Im Moment ist das Labor ziemlich ruhig. Und ungefährlich. Also von daher brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass uns hier irgendjemand überrascht. Wir können hier alles in Ruhe durchstöbern. Da gibt es eine Werkbank, da gehen wir später nochmal hin. Haben wir hier. Ja, okay. Sieht gerade nicht so spannend aus hier. Sind eher so die Schubläden und Schränke, die interessanter sind. So. Ja, Scherenteile. Ich glaube, über Scherenteile freue ich mich ja echt am meisten. So, jetzt machen wir mal das. Mal hier noch mehr Teile und Scherben. So, da geht's nach oben. Deshalb gehen wir da noch nicht hin. Wir gucken erstmal auf der Etage weiter. So, wo war ich jetzt? Da. Ja, wenn man sich zu oft im Kreis dreht, verliert man die Orientierung. So, gucken wir mal in den Schrank. Noch mehr Teile, sehr schön. So, dann haben wir noch den Raum. Ja, so schnell verliert man ein Messer. Aber ich habe ja noch eins. Oder ein halbes zumindest. Dafür habe ich hier Molotovs verbessert. Eine neue Werkzeugkiste, sehr schön. Das habe ich Level 4, glaube ich. Ja. Was habe ich hier noch? Ja, Flammenwerfer, Papier, Pillen. Mann, das läuft. Ich liebe diese versteckten Türen. Wenn die Messer dabei nicht immer nur so verschwendet werden würden. Wobei, werden ja nicht verschwendet, ne? Ist ja eine sinnvolle Investition, quasi. Gut, jetzt haben wir erstmal genug Teile gesammelt, auf der Etage. Wir müssten eigentlich alle Räume abgeklappert haben. Und dann können wir mal zurück zur Werkbank gehen. Ja, schmeißen das mal um, brauchen wir nicht. Wo war die Werkbank? Die war da drüben irgendwo, ne? Ja. Okay, dann mal los. 217. Das sieht doch gut aus. Was brauche ich denn? Was will ich denn? Die ist voll, das ist gut. Wir machen mal den Bogen.
Dann Schussfolge hier. Nachladetempo mal nicht so. Den Schaden auf alle Fälle. Und damit hat sie es wohl auch schon erledigt. Nö, Kapazität will ich nicht. So viel Munition dafür finde ich eh nicht. Jo, dann war's das damit. Sieht gut aus. Sieht's jetzt wirklich. So, dann gehen wir in die nächste Etage. Na, was siehst du, hm? Was ich nicht sehe. Nicht vor die Füße. So, dann müsste gleich nochmal ein optionales Gespräch kommen. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Also das war jetzt das Gespräch. Wenn man sich die Checkliste anguckt. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ja. Wer ist hier noch? So, Fahrstuhl kann man vergessen. Und nach der Fahrstuhlgeschichte im Hotel sollten wir auch Fahrstühle meiden. Bin ich der Meinung. So, da unten ist nichts. Also gehen wir nach oben in den nächsten Stock. Der dritte Stock. Es gibt noch eine Etage, aber die wird für uns unerreichbar bleiben. Das nenne ich doch mal Kunst. Das kriege ich auch hin. So. Ellie macht die Tür auf, natürlich. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Oh, ein Stein. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Stein nehme ich schon mal ganz gerne. Und dann suchen wir hier mal noch die Räume ab. Auch hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen und zu finden. Und ich rate euch, vorher die Räume abzusuchen. Also, wenn ihr hier hochkommt, gleich die Räume anzugucken. Aufzeichnung aus dem Büro. Oh, guck mal, was für ein Foto hier steht. Mann, Mann, Mann. Ich kann es langsam nicht mehr sehen. So, dann haben wir hier unten noch Schränkchen. Mit Scherenteilen. Mann, Mann, Mann. Super. Ja, hier steht jetzt, oder hier liegt jetzt viel zum Werfen rum, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Sowohl Flaschen als auch Steine. Woran das so liegen könnte. Ja, nicht die Flasche nehmen. Wir lassen uns davon nicht beirren und gucken erstmal weiter. In aller Ruhe. War hier nicht eben noch irgendwas? Nee. Das war dann wohl eine optische Täuschung. Gut, nächster Raum. Ist das eine Dusche? Sieht ein bisschen aus wie eine Dusche, ne? Vom Motiv her würde ich sagen, also von dem Bild her würde ich sagen, es ist eine Dusche. Den Sinn hinter dieser Dusche, der wird uns wahrscheinlich verschlossen bleiben. Und damit ist dann auch gut. So. Unser Lieblingsbild.
brauchen wir noch Teile. Praktischerweise. Und was gibt es noch? In dem Raum wohl erstmal nichts. Dann gehen wir in den nächsten. Noch mehr Pillen. Sehr schön. Meine Energie ist voll. Das habe ich ja lange nicht mehr gehabt. Freut mich natürlich ein bisschen. Eigentlich könnte ich gleich wieder zur Werkbank rennen, wa? Nee, das lassen wir. Wir sammeln weiter. Es wird ja nicht die letzte gewesen sein. Das Spiel geht ja noch einen kleinen Moment. So. Ja, den Tunnel gehen wir gleich lang. Wir gucken erstmal hier noch. Mist! Durch den Aufenthaltsraum. Oder was es ist. Es gibt wahnsinnig viele Getränkeautomaten, ne? Und immer dieses ungesunde Zeug. So, hier haben wir noch ein Fach. Noch mehr Teile. Nein, Klicker verstecken sich nicht. So, dann haben wir jetzt alle Räume, glaube ich, durchgeguckt. Dann können wir jetzt in den Tunnel gehen. Ich habe nichts zum Werfen, wa? Zum Schlagen. Meine Machete ist kaputt gegangen. Gut. Also eigentlich schlecht, aber müssen wir ja durch. Können wir ja nicht ändern. Gucken wir uns mal das Röntgenbild noch an. Was sucht sie? Weiß sie wahrscheinlich selber nicht. Keine Angst, wir sind gleich am Ziel. Und da wird es vielleicht doch wieder etwas spannender. Immerhin keine Klicker. Ja. Zumindest wissen wir jetzt, wer den Krach gemacht hat, den wir gehört haben. Experimentieren zu Affen geworden. Das ist unwahrscheinlich. Ach, sie bindet sich die Schuhe, okay. Kann man ja jetzt hier mal mitten im Labor machen. Ist immer noch besser, als wenn man dann im Kampfgefecht auf die Schnauze fällt. Ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So. Auch wenn es jetzt hier nicht so der spannendste Raum ist, wie die anderen vorher auch, gibt es auch hier noch ein paar Kleinigkeiten zum Einsammeln. So, Firefly-Anhänger zum Beispiel. Und dann haben wir noch einen Raum. Und danach haben wir noch einen Raum. Und das ist dann der letzte Raum. Das kann ich ja schon mal sagen. So. So, es gab zwar noch mal viel, aber nicht viel genug. Gut, dann gebe ich euch die letzte Tür.
Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Nein, sind's nicht. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir müssen nämlich aus diesem... Ganz egal. Aus der Universität, aus diesem Gebäude wieder raus. Über diese beiden Etagen. Nur... dass es jetzt hier... einige Hunter mehr gibt. Die uns das ein bisschen vermiesen wollen. Dann kommen euch gleich die ersten beiden. Einmal er. Ich war erledigt. Und einmal er. Nee, das will ich gar nicht. Ich will seine Waffe, ich will die Axt. Gut. Dann auf nach vorne. Da kommen gleich die nächsten, die mit uns spielen wollen. Ich weiß nicht, warum Ellie jetzt da drin noch rumspringen muss. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Danke. So, müsste eigentlich auch gleich zwei hier reinkommen. Ja. So. Nummer eins. Nummer zwei ist da drinne. Die da, die auf uns schießen, die interessieren mich im Moment noch nicht so. Von beiden irgendwie Munition fallen gelassen? Nein, haben sie nicht. Schade. So, neuer Stein. Da müsste eigentlich noch einer mit... ja, genau. Rumlaufen. So, neuer Stein irgendwo. Ja, da. So, der hat auch Munition fallen gelassen. Der auch. So, hier schießt jemand wild um sich. Blöd. Der denn her? Wie sieht's denn aus? Bei uns. Mit den Waffen. 5 Schuss für die Schrotflinte. Hat man ja auch nicht oft am Stück. Wo ist unser Freund jetzt hin? Hat sich versteckt. So.
So. Scheiße. Nur diese Kraftausdrücke. So, welche Achse ist denn jetzt besser? Nimmt sie nichts mehr. Okay. Gut, dann gucken wir mal vorsichtig nach vorne. Mit etwas Glück ist diese Etage jetzt abgesichert. Ich würde auch sagen, von der Musik her ist das okay. Spielt nämlich keine, und wenn keine Musik spielt, gehe ich davon aus, dass das hier in Ordnung geht. Aber wir müssen noch durch die untere Etage. So. Deshalb vorsichtig. So. Die kommen hoch. Die kommen zu uns. Das ist gut. Sollen sie kommen? Mieses Schwein. Tja, was machen sie da hinten? Ja. Flup. Ah, ich hätte gern mehr Pfeile. So. Das war aber leider nicht nur der eine, der jetzt hochgekommen ist. Da müssten echt noch mehr rumspringen. Ah, okay. So, dann nehmen wir uns mal den Pfeil ganz schnell wieder mit. Dann nochmal hier weg. Schon gesehen, dass da vorne noch eine Eisenstange liegt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei ich dann doch eher noch die Axt behalte. So, wir tasten uns weiter nach vorne. Durch die Zimmer, durch die Laborräume. Ich bin mir sicher, dass es das noch nicht gewesen ist. Echt irritiert, das waren noch nicht nur 2, 3, oder? So, eigentlich müsste da vorne um die Ecke noch einer stehen. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Jo, der da. Und viel Glück ist das tatsächlich der letzte. Ich wollte eigentlich ihn treffen, nicht daneben, aber das hat auch funktioniert. Wenn jetzt tatsächlich keiner kommt, können wir durch die Tür raus.
Also so mehr oder weniger. Ja, komm. Aua. Sollte man nicht unterschätzen, dass man in dieser Sequenz noch ein bisschen Interaktion mit drin hat. Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Das muss Hölle spät tun. Eigentlich soll man das ja gar nicht machen. Gegenstände aus den Wunden ziehen. Aber gut, geht wahrscheinlich nicht anders in der Situation. Warten wir mal, bis sie angreift. Sollte sie eigentlich machen. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Nicht, dass es uns dann besser geht, aber wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Da ist der Ausgang. Ich sehe den Ausgang. Sag ich doch. Ich sehe den Ausgang. Hey. Hey. Joel? Hinter dir. Was? Ellie. Die Tür, da ist die Tür, der Ausgang. Wir haben es gleich geschafft. Gleich ist es geschafft. Komm, komm. Los, komm! Ach, Scheiße! Eigentlich hätte das Pferd an dieser Stelle weglaufen müssen. Sofern es denn nicht vielleicht doch an Schüsse trainiert wurde, aber das glaube ich nicht. Kommst du hoch? Weil Pferde sind ja eigentlich Fluchttiere, ne? Los.
glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Joel, hier! Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel!